Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge 7 Days. Und ich bin auf dem Weg zu Trader Jen, ihr seht's schon, ich bin fast da. Und ich dachte, ich hole euch mal mit dazu und erkläre euch meinen Plan. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, wenn ich Zeit habe, brauche ich ein paar Autos ab und damit wir genügend Parts haben. Aber ich habe mich jetzt dazu anders entschieden. Es ist 14 Uhr, 15 Uhr, 14, als ich losgefahren bin. Und ich dachte mir, es wäre verschenkte Zeit. Wenn ich das jetzt tagsüber mache, ist es einfach verschenkte Zeit. Und deshalb würde ich den Schraubenschlüssel wieder rüberpacken. Wir holen uns eine Quest. Ich möchte jede Stunde Tageslicht nutzen, um Quests zu machen, weil ich möchte ins Schneegebiet. Das ist eigentlich mein großes Ziel. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe es schon gesagt beim letzten Mal, das ist eins meiner Lieblingsgebiete auf jeden Fall. Und deshalb machen wir das. Und wenn es dann Nacht wird, dann würde ich die Nacht nutzen, um ein paar Autos zu scrappen, dass wir genügend Material haben, uns das Minibike zu bauen. Das muss also jetzt noch ein klein bisschen warten. Auch wenn ich sagen muss, mir geht der Drahtesel langsam ein bisschen auf den Zeiger, weil er doch langsam ist und halt von meiner Energie runtergeht. Und da muss ich immer wieder langsam machen. Also schauen wir mal, was hat sie denn? Auf jeden Fall Stufe 2. Begrabene Vorräte wäre auch mal wieder eine nette Abwechslung. Schau mal, die anderen sind ultra weit weg. Ich mache eine Vergrabene. Los geht's. Ist zwar auch nervig und ich habe keinen Kaffee mehr dabei. Hast du einen Kaffee? Wird einen kaufen? Ja, ich würde keinen kaufen. Ich habe keine Dukes. Wir sind doch arm. Habt ihr es vergessen? Ihr wahrscheinlich nicht, ich schon. Wir haben doch alles ausgegeben für die Blutmonarch. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich es nicht getan hätte. Ja. Von dem her, machen wir eine Vergrabene, ist doch okay. Die anderen sind halt ultra weit weg. In dieser anderen Stadt vermutlich. Also hier oben in diesem Stadtteil. Ist ein bisschen blöd, ne? Dass die einen so weit wegschickt. Ist ein bisschen ärgerlich. Von dem her mache ich lieber die Vergrabene. Das dürfte von der Zeit noch reichen. Wir sind ja inzwischen schon ein klein bisschen besser beim Graben. Auch wenn wir noch keine Metallschaufel haben. Und Stahl will ich noch gar nicht anfangen. Und dann, wie gesagt. Was? Achso, ein Krabbelner. Und dann würde ich nämlich sagen, sobald die Nacht reinbricht, vielleicht baue ich eine Kiste hier auf und würde dann hier Autos looten, also abbauen. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen, wo es vielleicht so eine Ansammlung von 4, 5 Autos hat, dass ich nicht so viel rumlaufen muss. Und ich würde halt die Nacht dann nutzen, damit wir das Inventar vollkriegen mit Material. Und dann fahren wir zurück. Und dann können wir schauen, ob wir das Minibike bauen können. Ich erinnere mich zwar, dass das, glaube ich, von der Geschwindigkeit auch nicht wirklich der Hammer war. Aber ja, wir schauen einfach mal. Vielleicht hat sich was getan. Vielleicht können wir ja auch das ein bisschen tunen. Schauen wir einfach mal. So. Fahrrad wieder in Richtung Jen. Das sind auch 500 Meter. Wo habe ich die Schaufel? Schaufel, Schaufel, Stufe 3. Ist jetzt auch nicht wirklich überragend. Kann ich da noch nichts Besseres bauen? Stufe 5. Aber sowas von. Jetzt haben wir kein Gras, oder? Ist das Gras? Also wenn ich das jetzt nehme. Jo, das ist Gras. Es ist zwar verschmortes Gras, aber es soll uns eigentlich stören. Und Steine hat es ja auch. Wie viel brauche ich denn? 5. Das kriegen wir hin. Ey, wir machen kurz die 5er Schaufel. Dürfte doch weitaus einfacher gehen. Willst du zu mir? Okay, einer reicht hier schon. 5er Schaufel wird gebaut. Ist nochmal einer. Ey, ich hatte den noch gerade. Jetzt haben wir ihn. Ich hatte da nichts drin, oder? Wäre natürlich auch noch sinnvoll gewesen, zu schauen. 5er Schaufel, 3er fliegt raus. Brauchen wir nicht mehr. Dann würde ich sagen, los geht's. Oh, Nest. Nehmen wir mit. Wir können es brauchen. Jetzt steht hier ein Baum in der Mitte. Weiß nicht, was das für Auswirkungen hat. Vielleicht muss ich ihn fällen. Schauen wir mal. Also ich mache erstmal so einen kleinen Radius. Und Aufnahme läuft hoffentlich. Jo, ich bin auch da zu sehen. Sehr gut. Ist mir schon mal so gegangen. Habe ich aufgenommen und hatte mich ausgeblendet. Das ist ein bisschen blöd. Perimeter eher in die Richtung. So. Dann würde ich nämlich sagen, erstmal an der Oberfläche kratzen. Dann kriegt man meistens schon hin, dass das Ding um eins schrumpft. Und ich weiß nicht, war es bei 2er Grabungsquests schon so, dass welche kommen? Ich lade mal nach. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber schaut mal nur so zum Vergleich, wie geschmeidig das jetzt schon geht mit der 5er Schaufel und ein bisschen Skillpunkte. Im Vergleich zu der ersten Grabungsquest. Wenn ich Wolf geschaufelt habe hier. Wir können, glaube ich, mal eins tiefer gehen. Und wir haben noch nicht mal einen Kaffee genommen.
Yo, Bro. Ich habe noch nie einen Baum ausgegraben, muss ich sagen. Das ist Premiere. Habe ich noch nie gemacht. Und ansonsten, wenn es zu lang dauert, skippe ich einfach. Aber jetzt lasst uns mal so den ersten Kringel zusammen machen. Bei 10 klingelt es ja normalerweise, glaube ich. Also wahrscheinlich jetzt. Und es kommen welche. Tatsächlich, okay. Nicht so weit rausgehen. Wir lassen sie einfach kommen. Aber das ist ja noch easy. Kommen Sie her. Einmal. Ist schon da. Oh. Der hat uns auf dem falschen Fuß erwischt. Daneben geknüppelt. Ja, machen wir noch kurz weg. So, und weiter geht's. Seid ihr alle jetzt beruhigt? Okay. ja, wir dürfen noch mehr in die Richtung, glaube ich. Aber ich riskiere es mal. Ich gehe mal ein bisschen tiefer und dann sehen wir uns gleich, wenn ich was Passendes gefunden habe. Also ich habe das Gefühl, wir stehen direkt drauf. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln, glaube ich zumindest. Vom Radius, vom Anzeigeradius sieht es zumindest so aus. Kann natürlich täuschen, ich weiß. Aber ich glaube, tiefer müssen wir gar nicht. Jo, Stein brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, wir stehen drauf. Ich habe nochmal in die Richtung. Und ich muss aufpassen. Bin mir nicht sicher, ob wir noch rauskommen. Kommen wir nicht? Okay, dann lasst mich mal. Hier kommen wir vielleicht raus. Jo. Okay. Oder? Schaut mal so. Hier vielleicht in die Richtung. Oh, wir haben Durst. Ich trinke was. Aber ich glaube, wir müssten gut stehen. Lass mich mal hier noch ein bisschen eine Ecke weggraben. Habe ich doch eingehört. Ich wusste es doch. Wo ist er denn? Ich hab was gehört. Ganz eindeutig. So, dann muss ich halt doch hier noch ein Eck weggraben. Und hier nochmal ein Eck weggraben. Und dann kommt wahrscheinlich gleich wieder das Geräusch. Und wir müssen uns um die kümmern. Manchmal hat man Pech beim Graben. Man gräbt wirklich drumrum. Bisschen blöd. Wir nähern uns dem Schatz. Wir schauen es uns an. Nee, ist doch ein bisschen mehr in die Richtung. Aber von der Tiefe müssten wir mehr als genug haben. Ist also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir drauf stoßen. Da unten ist er. Schaut mal. Hier rüber gegraben, da unten ist er. Hey, wir waren gar nicht so schlecht. Ich komme trotzdem noch raus, oder? Jo, ich komme raus, okay. Dann würde ich sagen, einmal vielleicht die Pistole, obwohl die ja nicht so gut ist. Wir haben halt massig Munition dafür. Cool. Komm, ich nehme alles mit und wir schauen es uns in Ruhe an, sobald ich die draußen erledigt habe. Hier einmal. Ja, okay, die sind am Anfang... Wenn die nur so daher schleichen, ist es halt echt easy. Im Schneegebiet, wenn du dann mal die 4er, 5er hast, dann ist es echt, echt lustig. Ich habe keine Ausdauer. Also Pistole ist nicht meins. Ich brauche was mit mehr Wumms. Also in Richtung Schrotflinte, oder? So. Kurzen Prozess mit dir auch. Geduld ist am Ende. Vielen Dank. Ja, wir haben doch. Bis zur nächsten Blutmonat kriegen wir wieder Munition. Machen wir jetzt keine Sorgen. Und wir gönnen uns was Leckeres zum Essen. Und dann schauen wir mal ganz in Ruhe an, was wir bekommen haben. 20% Chance, ein Bein eines zweibeinigen Ziels zu lähmen, ist nicht schlecht. Hier haben wir die Mündungsbremse. Schauen wir uns mal an, was haben wir denn hier drin. Machen wir es hier rein. Schießt zwar selten auf Beine, aber ist ja egal. Und reduzierter Fallschaden ist immer gut, oder? Und das machen wir. Reduzierter Fallschaden klingt auf jeden Fall schon mal nach meinem Geschmack. Man muss zu. Was haben wir hier noch gefunden? Bauplan für die Handgriff hatten wir schon. Und immerhin den Bauplan für die Helmlichtmod, auch wenn wir jetzt eine haben. Ist ja dann nicht mehr ganz so wichtig. Aber damit würde ich sagen, 17 Uhr, nächste Quest ruft nach uns. Die waren zwar alle sehr, sehr weit weg, aber... Vielleicht können wir es so machen, wie wir das schon ab und zu gemacht haben. Ich nehme sie an, wir fahren hin und entweder es reicht noch, dass wir sie machen und dann würde ich die Nacht nutzen, um Sachen zu scrappen und wir geben sie am nächsten Tag ab. Das wäre vielleicht ein Kompromiss, weil die waren alle über einen Kilometer weg und jo, ist halt zäh, wenn es so weit weg ist. Und natürlich kommt es jetzt drauf an, wann ist unsere letzte Quest, bevor wir weitergeschickt werden? Ich habe nicht mitgezählt, von dem her müssen wir uns überraschen lassen. Jedes Mal könnte das letzte sein. Also, bevor es weitergeht, nicht die letzte insgesamt. So, schauen wir mal. Und wir gehen hier an der Seite rein. Nee, ist egal, wir müssen nachher sowieso darüber fahren. Mal jede Wette.
Von dem her kann ich auch... Oh, das ist eine Schlange. Die findet uns jetzt hoffentlich nicht, wenn ich hier nach vorne fahre. Hätte auch den Vorteil, ich könnte, wenn wir in dem anderen Stadtgebiet sind, nach Hause gehen. Und dann müssen wir halt wieder hier anfahren. Auf der anderen Seite will ich es ja so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wie gesagt, mir gefällt sie nicht, weil es immer so dunkel ist. So, wir haben es. Was kriegt man denn? Panzerbrechendes Schrotflintengeschoss, Munition 35 Stück, hatte ich auch noch nie als Belohnung, muss ich sagen. Ein einziger Verbandskasten ist ein bisschen bitter. Pflastersteine sind generell nicht schlecht, weil wir aufwerten müssen. Also ich entscheide mich im Zweifel immer für die Munition, egal für welche. Also es war noch nicht die letzte Quest, also müssen wir noch eine. Säubern, abholen, abholen. Oder wir machen eine Nachtquest. Weiß ich nicht. Ist aber halt auch, ist auch weit, weit weg. Die sind alle in dem anderen Gebiet. Jetzt muss ich kurz überlegen, was wir machen. Das würde sie natürlich anbieten, weil ich dann über Nacht noch ein bisschen was zu tun hätte. Optimal genutzt, oder? Auf der anderen Seite, wie viel Uhr haben wir es denn? Es ist fast 18 Uhr, bis ich dort bin, ist es wahrscheinlich kurz vor 19 Uhr. Schaffen wir noch eine normale Quest in der Kürze der Zeit? Weil sonst stehe ich ja rum und warte, bis es dunkel wird. Das ist auch blöd. Ja, komm, wir machen eine Nachtquest. Habe ich jetzt Bock drauf? Ja, ich weiß. Wir waren bei Nacht noch nicht mal draußen und ich nehme eine Nachtquest an. Super. Gute Idee. Sehr, sehr gute Idee, Sani. We will see. Ich habe einen Speicherstand. Nein, wie immer gilt, was passiert, passiert. Ich würde es nur nutzen, wenn irgendwas wirklich uns so kaputt macht, dass ich sage, jetzt verliere ich den Spielspaß. Dann würde ich vielleicht nochmal einen alten Speicherstand reinladen. Aber ansonsten, wie gesagt, was passiert, passiert. Außerdem Norden. Das muss ich wiederum sagen. Im Norden waren wir dann doch noch nicht, oder? 1,2 Kilometer, ey. Das ist ja... Ist das ein See? Oh, das sollte ich nicht reinfahren. Ich hätte es versucht. So Leute, gefühlt 300 Stunden später sind wir hier und tatsächlich, schaut mal, hier ist nochmal eine Jen. Ich bin, oh, das war eine Odyssee, ich sag's euch. Ich bin hier reingefahren in diesen Landarm vom See und musste wieder komplett rausfahren aus dem Eck. Ja, Junge, hätte ich das gewusst, dass die uns hierher schickt? Also ich wusste es, aber irgendwie habe ich es falsch eingeschätzt, dann hätte ich es nicht gemacht. Bis ich danach wieder zurückgefahren bin. Der einzige Vorteil ist, ich kann hier noch Briefkästen looten gehen. Das ist eigentlich so das einzig Positive. Aber bedeutet auch, wenn wir Pech haben, schickt uns Jen zu Jen. Das bedeutet hierher und wir sind noch gar nicht im Schneegebiet angekommen. Das wäre ziemlich mies. Aber ja, wie gesagt, neue Stadt gefunden hier oben. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass das verbrannte Gebiet so groß war. Bedeutet aber, wie gesagt, wir können hier nochmal Briefkästen looten gehen, was sehr, sehr gut ist. Und wir finden bestimmt irgendwo einen Spot, wo es ein paar Fahrzeuge hat, die ich dann abbauen kann. Und ja, jetzt müssen wir sowieso warten, bis es dunkel wird. Das bedeutet, wir können uns hier, schaut mal, hier ist doch geil, oder? Hier können wir uns die Zeit vertreiben. Ich würde das Fahrrad hier stehen lassen und dann gehen wir zu Fuß ein bisschen los. Weil, es startet doch sowieso jetzt erst, wenn es dunkel ist, oder? Unsere Wasservorräte gehen zu Neige. Ich würde das rauswerfen. Diesen einen Stein und Lehm würde ich jetzt auch mal rauswerfen. So. Ich kann es noch nicht annehmen, oder? Jo. 22 Uhr. Ist okay. So, den machen wir weg. Der möchte nämlich zu uns sonst. Und jetzt würde ich sagen, wir können die Briefkästen looten. Wir können uns versuchen an dem Polizeifahrzeug. Handfeuerwaffen. Yes, das ist sehr gut. Wir können hier solche Kleintransporter, Pickups und so weiter durchsuchen. Sehr gut, sehr gut. Das nehme ich nicht mit. Den Rest nehme ich sehr gerne mit. Und wir machen noch das Polizeifahrzeug zusammen. Die Bobcat Bar. Ich weiß immer nicht, woher es kommt. Da. Ja, sehr gut. Klassiker. Absolute Klassiker ist, ich will schießen und das Magazin ist leer. Wir brauchen da auch mal eine bessere. Es wird auch Zeit. Wir können nicht immer mit diesem
knarzigen alten Revolver rumlaufen. Das geht einfach nicht. Wie viel haben wir denn dabei, Dietrich? 6 Stück. Sollte klappen. Sollte klappen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir das hin. 10. Sehr gut. Wenn wir unter 8 sind, bin ich schon mal glücklich. Ich glaube, 8 ist so ein Knackpunkt und 4. Ja. 4 ist immer für mich so. Wenn wir unter 4 sind, dann bin ich schon glücklich. Jo. Okay. Jetzt ist auch voll egal, oder? Ey, so viel Pech hatte ich noch nie. Wollen wir es aufknacken? Wollen wir es aufknacken? Wir knacken es auf, oder? Bin ich prepared fürs Aufknacken? Nee, bin ich nicht. Will ich es jetzt aufknacken? Und wertvolle Munition verschießen, direkt bevor wir in diese Quest gehen? Ja, ich will es trotzdem. Ich kenne mich. Ich will es trotzdem. Wir kriegen das hin, oder? So, okay. 3, 2, 1. Sind alle gelb und grün. Oh Leute, jetzt habe ich plötzlich ein ungutes Gefühl. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die hier braucht besondere Aufmerksamkeit. Oh, ich stehe irgendwo, wo ich nicht weiterkomme. Ja, könnt ihr euch gegenseitig, das wäre richtig cool. Oh Mist. Wir kriegen gleich eine zentriert von dem Kollegen hier. Oh, soll ich auf die Beine schießen? Haben wir nicht irgendwas mit Beine uns abgeholt? Okay, ich muss zuschlagen. Oh, ich habe keine Ausdauer. Das ist natürlich eine dumme Idee, dann zuzuschlagen. Okay, ich nehme die Pistole. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Mod drin hatte, dass ich auf die Beine schießen kann. Oh Mist, wir sind infiziert. Oh Mist. Ja, aber ich habe Spaß dabei. Und zwar ernsthaft. Wir werden es vielleicht nicht überleben. Wir werden alle Munition rausfeuern. Ich muss den Polizisten mal erwischen. Oh, die Grüne ist immer noch am Leben. Ist nicht gut. So, letzte 17 Schuss. Ich hänge irgendwo. An der Hauswand. Klassiker. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den hier ausgeschaltet kriegen. Bin wir nicht. Pistole. Okay. So, ich mach's mit dem Knüppel. Wir dürften so weit vorangekommen sein, dass wir mit dem Knüppel den Rest ausschalten können. Der lebt immer noch, oder? Lebt immer noch. Jo, wie viel hält der aus? Was ist so, dass der explodiert? Doch, genau. Ich habe mich noch richtig erinnert. Ah, sehr gut. Also cool, wir haben es geschafft. Feiere ich jetzt schon mal. Wir haben zwar keine Munition mehr, aber wir haben es geschafft. Das war es absolut nicht wert. Macht es nicht. Das ist eine ganz dumme Idee. Und es ist es wirklich nicht wert. Aber ich finde es okay. So, und jetzt schnappen wir uns 5 Schüsse oder sowas. Warum ist es immer noch blockiert? Müsste das jetzt nicht auf sein? Achso, muss ich nochmal? Jetzt mache ich es bestimmt kaputt und dann ist es vorbei. Okay, jetzt haben wir es. Gott sei Dank. Ja, schau mal, es war halt einfach nicht wert. 53, 13 und irgendeine Mod. Ah, es ist schön. Aber es war unterhaltsam, oder? Das müsst ihr zugeben, es war unterhaltsam. Dann würde ich sagen, ich skippe noch, dass wir direkt in die Quest gehen können. Weil, also skippen, ja, ich skippe für euch. Ich würde hier noch ein bisschen looten und schauen, ob ich noch irgendwas bekomme, was sinnvoll ist. Und wir sehen uns um 22 Uhr, wenn es in die Quest geht. Bis gleich. So, liebe Leute, ich hole euch schon mal mit dazu. Es ist noch nicht ganz so weit, aber gleich. Und ich bin auch nicht weit gekommen. Ich war hier so im Umkreis. Und was ich gemacht habe, ich habe angefangen, Dächer zu plündern. Und deshalb bin ich jetzt maßlos überladen. Aber das wird uns definitiv helfen. Das ist manchmal tatsächlich eine sehr gute Taktik, dass man einfach... Jetzt habe ich es verbockt. Und alle kaputt. Naja, dass man die Dächer plündert, weil dort oben der Loot ist. Ich habe ein bisschen auf die Mütze bekommen. Ja. Aber es war nicht so schlimm, waren Gelber dabei, aber der Loot ist unbeschreiblich. Schaut mal. Also fangen wir mal an, wir müssen sowieso ein bisschen aussortieren, weil Inventar ist übervoll. Ihr seht schon, ich schmeiße jetzt einfach Sachen raus, wo ich sage, naja, die kriege ich woanders ja auch. Das hier zum Beispiel. So, fangen wir an.
Ich habe ein Buch bekommen, das wir schon haben. Also nehmen wir es einfach, gibt Erfahrungspunkte. Die bekräftigte Griff-Mod weiß ich nicht. Bringt die uns was? Nee, weil ich den beschwerten Griff lieber drin habe, auf jeden Fall. Also nehmen wir halt mit, können wir verkaufen oder so. Das können wir scrappen. Hier den Kleber lasse ich jetzt auch mal. Das hier benutze ich sehr selten. Stofffetzen haben wir genug. Benzin nehme ich mit. Geld können wir verkaufen. Das elektrische Teile behalten wir auf jeden Fall. Dann habe ich bekommen legendäre Teile. Sehr, sehr gut. Brauchen wir für legendäre Rüstung, Werkzeug, Waffen, Qualität 6. Ich habe Landwirthandschuhe, aber der Stufe 4 bekommen. Ist, glaube ich, richtig gut. Die können wir, glaube ich, ins Fahrrad packen. 27 Schuss bringen uns auch nicht wirklich weiter. Dann Fertigung von Sammelwerkzeuge. Ein mechanisches Teil. Wow. Und das ist natürlich geil. Und die hier haben wir schon. Jo. Das bringt uns also auch nichts, haben wir im Prinzip doppelt. Dann einmal medizinische und zwei normale Verbände. Aber das hier ist eigentlich der Knackpunkt. Ist so nur eine Stufe 1. Komm, wir gehen mal rüber. Nur eine Stufe 1, aber da wir jetzt eine billige Stufe 1 haben, also so ein Revolver, ist das natürlich eine immense Verbesserung. Und da sieht man mal, wie weit wir hinten dran waren mit diesen Skillpunkten, weil ich da einfach nichts verteilt habe. Das bedeutet, ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich irgendeine Mod drin, genau das hier. Wird jetzt geändert, kommt jetzt hier rein. Zack, zack. That's it. Kann ich den scrammen? Kriege ich irgendwas wieder? Metall. Okay. Sehr gut. Jo, immerhin. Besser als der blöde Revolver. Ist auch schneller nachgeladen. Cool. Also, ich bin zwar immer noch ein bisschen skeptisch jetzt mit unserer Mission, aber nicht mehr ganz so skeptisch. Schau mal, das können wir rüber machen. Die Teile würde ich rüber machen, die Parts. Diese Handschuhe und den Rest muss ich mich halt jetzt entscheiden, ob ich sage, jo, vielleicht verzichten wir doch auf das eine oder andere. Schau mal, ich könnte hier nachladen, dann sind die 27 Schuss weg. So, jo, besser wird's nicht. Also, 15 Minuten noch. Wir haben Durst. Ich trinke unser vorletztes Wasser, hilft ja nichts. Das ist eigentlich auch noch zum Verkaufen gedacht. Und, ja, Leder, ich weiß, wir brauchen es, aber... Ich will ja nachher auch noch Autos scrappen und dann wird es halt richtig voll. Und dann entscheide ich mich, ob ich halt auch sowas noch wegwerfe oder so. Und sammle die wieder, wenn wir sie wirklich brauchen. So, los geht's. Ich versuche trotzdem so viel wie möglich mit dem Knüppel zu machen. Aber, so, einmal kurz repariert. Mist, ich brauche ein Metallrohr. Das bedeutet, das fliegt uns als nächstes um die Ohren. Okay, let's go. Hilft ja nichts. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich esse noch was. Das ganze Essen habe ich jetzt natürlich auch noch im Feuer gelassen. Sprint mit Knüppel, 20% weniger Ausdauer. Gut zu wissen. Sollte ich auf jeden Fall mit dem Knüppel sprinten. Und Fertigung von Rüstung. So, wir gehen rein. Wie gesagt, es hilft nichts. Was muss, das muss. Was wir machen könnten... Das ist ein Vogel, ne? Da schieße ich gerne. So. Ich lasse den jetzt auch liegen. Der hat sowieso bloß Zeug dabei, das ich wahrscheinlich nicht will. Genauso wie das hier ist nur Stoff. Sollen wir die mal irgendwie... Sollen wir versuchen, alle zu pullen und uns dann zurückzuziehen irgendwo? Auf der anderen Seite, wir wissen ja, wie schnell das... Oh, die sind richtig schnell. Und schon wieder eine abbekommen. Und nochmal eine abbekommen. Mist. Ja, verarzte dich mal. Bro. Okay. Puh. Hier Fertigkeitspunkte, ja, mit denen renne ich halt auch gerne in der Gegend rum, ohne sie zu verteilen. Oh, ich habe ein mieses Gefühl. Freunde, ich habe ein mieses Gefühl. Ich glaube, wir sollten, was müssen wir denn machen? Säubern und den Generator reparieren. Ja, ich erinnere mich. Und wenn ich den repariere, dann geht's richtig los, ne? So war's doch. Ich muss mit dem Knüppel spielen. Was ich halt machen könnte... Ich könnte versuchen zu pullen und mich dann hier oben verschanzen, wisst ihr? Und dann eben versuchen, die so ein bisschen hier auszudünnen. Boah, das ist mies. Okay, aber deshalb mache ich das, weil da bin ich jetzt bereit, lieber Munition rauszuballern und in Sicherheit zu sein. Ich habe das Gefühl, die sind gleich durch.
Kann ja auch nicht sein. Ein bisschen besser müsste ich doch sein. Ein kleines bisschen besser. Okay, komm. Knüppel. Die sind so schnell. Die sind so ultra schnell. Aber ich glaube, das ist eine gute Taktik, oder? Ja, ich glaube, das ist eine gute Taktik. Die hätten mich eiskalt fertig gemacht, auf jeden Fall. Also hier ziehen wir uns zurück, wenn alle Stricke reißen. Dann müssen wir uns hier zurückziehen. Und hoffen, dass die beiden Türen genug Schutz bieten. Weil ich halt nicht noch viele Schläge aus. Ich bin da einfach wirklich gerade zu schlecht. Zu schlecht aus. Wo ist denn der Generator? Sollten wir den nicht zuerst machen? Es ist schon gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ist der draußen? Ah, der ist unten. Oh, puh. Okay. Weil da geht dann unser Plan dahin, dass wir uns immer zurückziehen können. Jo. Wenn ich jetzt runterspringe, komme ich hier nicht mehr so schnell hoch, oder? So, ich nutze mal unsere Helmlichtmod, ja? Dafür haben wir sie ja schließlich. Okay, kurz überlegen. Die kommen wahrscheinlich von links, rechts und hier, wo ist der Generator? Ist hier drüben. Okay, ich will erst hier so Lage checken. Ja, wissen, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Also wo können wir wieder fliehen? Hier geht es nochmal eins runter. Es ist alles verschlossen. Es ist alles verschlossen. Das bedeutet, irgendwann macht es Klick und alles geht auf, oder? Okay. Ich lasse die Pistole mal. Frage ist, wo kommt einer? Fliegt der? Er fliegt? Habt ihr schon mal einen Fliegenden gesehen? Einen fliegenden Krabbelnden? Ich noch nicht. Boah, Leute, das ist echt lustig. Achso, das Ding hier ist zum das Gas abdrehen, oder? Ist es nicht? Okay, gut. Dann nehme ich alles wieder zurück. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. So, ich würde sagen, eins müssen wir uns gönnen. Die haben schon auf uns gewartet. So, wild um sich geschossen hilft manchmal auch. So, wir sind im ersten Raum. Und natürlich würde ich versuchen, gleich zu looten, weil das natürlich Sinn macht. Wenn man unter Lebensgefahr steht, dann muss man zuerst looten. Ist klar. So, hier ist die, genau das, was ich gesucht habe. Dann gehen wir wieder rein. Jetzt ist die Flamme aus. Das bedeutet, wir können hier rüber und hier sollte dann die Action abgehen. Guten Tag. So. Da oben kommen sie. Ich versuche jetzt trotzdem ein bisschen mit dem Knüppel zu machen. Weil wir können es uns einmal nicht leisten, die ganze Zeit zu schießen. So, ich nehme trotzdem kurz wieder die Pistole in die Hand, weil wir keine Energie mehr haben. Ist ein bisschen chaotisch. So, ich bin beim Endloot. Das ist natürlich super. Mache ich jetzt trotzdem. Und der Geier da oben, der kann von mir aus die Bude abbauen. Sturmgewehrfertigung nehmen wir mit. Das hier, Nahkampfsituation, was zielen, genaueres Zielen aus der Hüfte. Das ist genau das, was wir brauchen, oder? Ich wünschte mir, das hätte ich früher gehabt. So. Vielleicht darf ich jetzt hier nichts liegen lassen, aber der Generator muss halt auch laufen, oder? Wenn ich das verballer, jetzt geht, glaube ich, alles auf, oder? Oh, Zeitschriften. Na schon. So, 15 Schuss sind drin. So, das war immerhin mal geschmeidig. Hier ist der Generator. Kriegt es wieder zu? Nee, das habe ich mir schon gedacht. Nee, ich muss gestehen, ich glaube, diese Mission hatte ich noch nie. Kurz, wie gesagt, wieder checken, wo sind wir? Kommen wir hier raus oder geht es erst am Schluss auf? Anscheinend. Weil ich muss halt wissen, wo ich fliehen kann, wenn ich jetzt überrannt werde. Falls die kommen. Wird uns die Tür schützen? Vermutlich nicht, oder? Achso, wo mache ich eigentlich die Blöcke so? Will einfach auf Nummer sicher gehen, Leute. So. Los geht's. Aber wenn du alle ausgeschalten hast, dann ist die Chance, glaube ich, auch gering, dass überhaupt noch jemand kommt.
Aber säubere Gebiet ist noch nicht abgeschlossen. Das bedeutet, irgendwo rennt noch einer rum. Vielleicht ist auch der Geier draußen. Müssen wir uns anschauen. So, wir sind bei 5, 4, 3, 2, 1. Generator läuft. Super geil. Aber irgendwo habe ich jemand gehört. Von oben? Von unten, oder? Bleiben Sie liegen. Vielen Dank. Dachte ich doch, dass da noch jemand kommt. Hallo. Wir schießen ihn ins Knie. Tut auf jeden Fall auch weh. Immer noch säubere Gebiet. Ich sehe auch noch einen Punkt. Das bedeutet, irgendwo rennt noch einer rum. Ja, aber bis hierhin, finde ich, haben wir uns gut geschlagen, oder? Ich hätte fast gewettet, dass noch ein Hund irgendwo rumrennt. Weil einer kam mir da jetzt fast schon wenig vor, muss ich ehrlich sagen. Gibt es hier einen Hebel zum das aufmachen? Weil hier brennt ja auch immerhin Licht. Vielleicht von oben und ich bin falsch eingestiegen, wer weiß. So, komm. No risk, no fun. Wir nehmen das Ding weg. Was ist eigentlich dieser Hebel? Weiß man nicht genau. Wir gehen einfach dem Punkt jetzt nach. Wir waren in einer Luke noch nicht. Und zwar in dieser hier. Oh, da seid ihr. Hallo. Damit haben wir es geschafft. Cool. Okay, war geschmeidiger, als ich dachte. Also dadurch, dass wir uns oben mit der Tür verschanzen konnten, fand ich es gar nicht so wild, Leute. Muss ich ehrlich sagen. War jetzt halb so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich habe da teilweise schon mehr auf die Mütze bekommen. Und da würde ich sagen, hier ist noch verschlossen. Aber das ist, glaube ich, die Tür von der anderen Seite. Den Endloot haben wir schon. Ich würde sagen, lasst uns mal versuchen abzuhauen hier. Gehen hier wieder raus. 1.35 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, wie versprochen, werde ich auch einhalten. Ich würde jetzt die Nacht nutzen, ein paar Autos zu scrappen. Hier drüben gibt es so einen kleinen Parkplatz. Da hinten. Da würde ich mal versuchen, 2, 3 Autos wegzubauen. Oder fangen wir gleich hier an am besten. Inventar ist jetzt natürlich wie immer die Schwachstelle. Aber kriegen wir schon hin. Das hier können wir noch nehmen zum Beispiel. Das hier können wir zu uns nehmen. Gibt, glaube ich, auch ein bisschen Flüssigkeit. Das schmutzige Wasser, ja, weiß ich nicht. Ansonsten wird's halt proppevoll. Gehen Sie weg. Den habe ich doch vorher schon gehört. Ja, und dann würde ich sagen, ich scrap ein paar Autos und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann bei Jen Quest abgeben, neue Quest holen und hoffen, dass wir ins Schneegebiet weiterkommen. Aber ich befürchte fast, dass sie uns in dieses Gebiet hier lotst. Werden wir sehen. Also, bleibt auf jeden Fall dran, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.